So, da bin ich wieder auf dem fliegenden Manta-Rochen mit dem Barken. Ja, und ich wollte ja spenden bei dem wandernden Priester, allerdings habe ich nachgelesen, dass ich ungefähr 200 Mal so eine große Spende machen muss, was ein bisschen viel ist für das Unlocken dieser drei Videos, die noch da sind. Und deshalb habe ich das jetzt nicht gemacht. Und im Grunde genommen sind das auch die, ja, Endvideos, sage ich mal. Es gibt drei Möglichkeiten, die man machen kann bei diesem Spiel. Am Ende. Und das sind einfach nur die Videos davon. Aber es ist auch noch mal interessant, hier alte Orte zu besuchen oder das zu versuchen. Nach Finstown können wir, glaube ich, zurück. In diese ganzen Ruinen können wir auch noch mal rein. In die Greenlands können wir da noch mal rein. Ja, sicherlich. Aber hier zum Beispiel zum Bergturm. The destruction of the tower had caused a great tremor, leaving the mountains all but impassable. Ja, also diese Bereiche, der Bergturm ist genauso wie der Waldturm auch nicht mehr zu betreten. The destruction of the tower had caused a great tremor, leaving the mountains all but impassable. Und der Inselturm dürfte auch nicht betretbar sein. Manannan's tower was empty and lifeless, now that the bard was finished with it. Ja, die Türme können wir nicht nochmal rein. In die Ortschaften. Ja, gut, nach Stormness können wir. Wollte ich nochmal testen. Eigentlich können wir in alle Städte nochmal rein. Das ist nicht gesperrt oder so. Bis zu einem bestimmten Bereich wahrscheinlich. Ich denke nicht, dass wir nochmal in die Firbolg-Minen reinkommen können. Ich war schon mal wieder in Finstown und wollte da nochmal rein, weil dort gibt es ja eigentlich in dem Gefängnis dort einen Priester. Aber die sagen uns, dass wir den Drachen losgelassen haben und dass sie uns deshalb nicht reinlassen wollen. Also ist Finstown auch keine Möglichkeit mehr, doch noch einen Priester zu finden. Der einzige Priester ist wirklich der wandernde Priester. Houghton ist weiterhin überrannt von Zombies, da gibt es auch nichts mehr, auch keinen Fassmacher. Und ja, wir können auch nach Neversdale gehen, nach Cairn von Ardach oder all diese optionalen Geschichten. Ja, der Druin von Dul Alien. Kirkwall könnten wir auch nochmal rein, aber wozu? Da hat sich auch nichts geändert. Und nach Doomby können wir auch nicht direkt fliegen in die Stadt. Wir können nur noch zum letzten Turm fliegen, zum Turm von Doomby. Hof. Wir fliegen erstmal auf den Hof. Ja, ansonsten kann man eigentlich nur noch Kämpfe bestreiten gegen Redcaps oder Vogelscheuchen, Druiden, Wikinger, Vampiren. Und ja. Das war's dann eigentlich. Wa? Das war's mit dem Spiel. Ach ja, ich vermisse die Zeiten, als ich noch Eber und Wölfe durch die Lande streiften und Kungeltrau, die gibt's auch nicht mehr, nur noch Zombies und Druiden, die einzig Lebendigen. Naja, also können wir auch nicht mehr in die Kanalisation. Wenn wir da was nicht bekommen haben, kriegen wir es jetzt auch nicht mehr. Und ja. Können wir die südlichen Ebenen betreten? Ja, die können wir noch betreten. Aber wozu? Das ist alles nur noch Zeitverschwendung meines Erachtens, also gehe ich direkt zum Turm. Kapitel 14, der Turm von Doomby. Oder Downby, ich sage immer Doomby. Und alle unsere Kameraden sterben. Und wir sehen jetzt bei der Sequenz, die ganz am Anfang des Spiels im Intro abgespielt wurde. Wir beschwören den Ritter. Die Heldin. Wir beschwören die Gaunerin. Und wir beschwören den Lebenssauger. Ja, das wird automatisch gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum ausgerechnet diese Bande hier beschworen wird. It had come to this at last. One man on his own. Yeah. A poet and a rogue. With no friends to speak of. No one to mourn his passing. Mm. Should it come to that. Even those beside him are no more boon companions than bond servants. Summoned by sorcery and song, as cold and indifferent to him as the light of a wandering star. But to know where he is and what may yet come to pass, we need to know who he is and where he is from. Ja, die ganze Vorgeschichte von Baden kennen wir jetzt, zumindest die dieses Spiel betrifft. Die Tore öffnen sich. Dam, dam, dam. Druiden! 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 Wir brauchen viele Druiden. Ah, es sind 12 Stück.
natürlich ein Meisterdruide. Es ist nicht Finnek. Hallo? Die Tür schließt sich. Ihr seid jetzt mit mir hier eingesperrt. You've made a mistake coming here, Bard. You have no chance to make it past me. Turn around and leave. If I have no chance, then why are you offering me a way out? Are you scared without your big beastie backing you up? This time, I'll take care of you myself, Bard. Na gut. Ach, das ist der mit dem Haustier, der unser Hündchen getötet hat. We've got to begin elsewhere. I am not going through all that again. Nee. Can we please just get on with it? Sorry, I got caught up in the moment, as you were. Caught in the moment. Get on with it. Okay, habe ich den Bogen denn zumindest? Nein. Das wäre jetzt wichtig. Oh Gott, sie beschwören wieder. Mist. Victory! Thou art found wanting! Okay, vielleicht überlebe ich das ja sogar. Yeah, McKay ist tot. Der mit seinem miesen Haustier. Die Türen öffnen sich und ich kann einfach so durch. Ja, das war ja annehmbar. Ich habe einfach nur drauf geholzt. Oh, bad luck to be you. Oh, it's bad luck to be you. I've chosen one of many, isn't new. When you think you're full of luck, in the bullocks you'll get struck. Oh, it's bad luck to be you. It's time to face your own reality. There's one thing we can say with certainty. That is you that has been chosen, even though you've been opposing. I guess you were the only nominee. Oh, it's bad luck to be you. The prophecy is never coming true. In a pickle you'll be stuck, like a chicken you will cluck. Oh, it's bad luck to be you. You've come to the end of your tale. You've sung a lot and drank up all the air. You are pretty much a fraud, and for that we do applaud. Although we were hoping you would fail. Oh, it's bad luck to be you. Don't think for just a second it's not true. When your life is run amok, you will see that you're the schmuck. Oh, it's bad luck to be, really bad luck to be. Nobody could disagree, it's a freaking guarantee. It's bad luck to be you, diddle-dee-do. Ach ja, ein letztes Mal, diese drei. Uns ja mal das Bier aufgetrunken. Ach, ihr wart das. Naja, hält die Wirtschaft am Leben, ne? Keiner sagt was. Okay. So, ein paar von euch muss ich wieder rausschmeißen. Eigentlich drei Stück. Denn ich will mein Team wieder haben. Unter die Donnerspinne. Ritter habe ich. Lebenssauger kommt weg. Kommt weg. Die Spulle kommt wieder. Da! Oh, wir können nicht mehr zurück. There is no way but forward. So, der alte Mann. Wen sonst? Wahrscheinlich die dümmste Wahl hier, aber der alte Mann hat mich so lange begleitet. Ich kann ihn nicht im Stich lassen. Und dieser Tower ist eigentlich ziemlich simpel. Von seiner Struktur. Hey, Finnek. Da bist du ja. So. Gib die Prinzessin frei. We finally meet. Finally? Do I know you? No, but I know you.
And might I say... Yeah, I know. I've been through all this before. You're not getting by me. I will kill you where you stand. You're an idiot. Blah, blah, blah. I've done it all before. Can we just skip that part and get right down to it? I agree. Yeah. The sooner you are dead, the better. Hmm. Heard that one before, too. Oh. Hmm. Oh, coole Trau. Oh, diese. Oh, eine ganze Menge von denen. Aber das ist okay. Denn coole Trau sind wirklich. Why are we even bothering with this? Sterbt, ihr coole Trau. Ihr tut mir eigentlich schon leid. Hinter uns ist einer. Zack. Just a bit of junk. Just a bit of junk. Worthless. Worthless. So. Okay. Ja, das war ja sehr einfach. Aber es geht natürlich direkt weiter. In die nächste Ebene. Im Grunde genommen gibt es pro Ebene einen Kampf gegen irgendwelche Gruppen von Gegnern und am Ende sind wir dann am Ziel. Also es gibt keine... Ja, Rätsel mehr, keine Fallen mehr, es gibt bloß noch Kämpfe gegen immer stärker werdende Gegner. Und das ist okay. Ich werde trotzdem speichern. Komm mit, Bande. Ja, und es gibt, ich habe das schon angedeutet, drei Enden in diesem Spiel. Ein gutes Ende, ein böses Ende und ein neutrales Ende. Ich werde erstmal das böse Ende machen. Dann das neutrale und dann das gute. Ich arbeite mich quasi hoch zu dem, wie ich finde, auch passendsten Ende eigentlich für den Baden. Aber das ist ja Ansichtssache. Denn dieser Charakter ist ambivalent. Okay, wer kloppt sich hier mit mir? Das sind Skelettreiter. Zum Glück auch nicht so gefährlich. Ne, Reiter sind das gar nicht. Ich dachte, da reitet jemand drauf, aber das sind einfach nur Skelettpferde oder Ochsen. Was sind das jetzt für Viecher? Pferde sind es, glaube ich, nicht. Das einzige Pferd, was ich gesehen habe, hat sich ins Nacklavi verwandelt. Nacklavi, no Nacklavi, you're big and evil and heinous. Who can it be? Who set you free? You really must be an anus. It's bad luck to be you. A prophecy is never coming true. Oh, it's bad luck to be you. Ist wie so ein Uhrwerk, ist wie in Castlevania. Man hatte Menenenenen, der hatte zumindest magische Kräfte, Elementarkräfte. Während Finnek hier auf Technologie zurückgreift. Und diese komischen blauen Lichter da an den Wänden, die sind natürlich... Oh, Vogelscheuchen. Auch kein Problem. I have taken my measure of thee. Erinnert mich ein bisschen an Thief the Dark Project. Die unauslöschlichen Lampen. Es ist ja so eine Steampunk-Welt. Aber in diesem Fall ist es keine Elektrizität, es ist einfach nur... Magie. To hell with thee, blackguard! To hell with me, blackguard! I have taken my measure of thee! I have taken my measure of thee! Ah, kommt alle her. Stellt euch alle auf. Die brennen auch gut. Have at thee, fiend! Und das war's. Auch kein Problem. Ja, ich kenne die Prozedur. Keine Gegenstände, kein nichts. Es gibt bloß noch den Weg nach oben. Ich hoffe, es gibt kurz vor dem Ende auch nochmal hier
keine Speichermöglichkeit. Also muss ich ja immer diese Kämpfe wieder machen, bevor ich dann einen weiteren Anlauf auf den Endkampf habe. Ich meine nicht, dass diese Kämpfe schwer sind, aber sie sind halt... Naja, warum soll ich die noch machen? Außerdem ist mir aufgefallen, ich kriege überhaupt keine Erfahrungspunkte mehr bei Kämpfen. Also ich denke mal, Stufe 21, die wir jetzt haben, ist wirklich das Maximum. Oh, okay, das hier... Diese Pflanzen, die könnten nervig sein, weil sie ja Samenhülsen absondern, die neue erschaffen. Das ist natürlich ein bisschen... Aber ich habe den alten Mann dabei. Der sammelt zur Not diesen Krempel ein. Los, alter Mann, sammel alles ein. Sammel das ein! Sonst kommen da Pflanzen raus. Why are we even bothering with this? Weil da sonst neue Pflanzen rauskommen, mein alter Freund. Wir machen das nicht, weil wir reich werden wollen. Wir machen das, um die Kämpfe reduzieren. Ja, ich kriege überhaupt keine Erfahrungspunkte mehr. Das heißt, Stufe 21 ist das Maximum. So, dann enden wir mit Stärke 14, mit Vitalität 18, mit Glück 16. Und komischerweise ist Glück tatsächlich auf 13. Ich dachte, die 13 würde übersprungen werden, weil es ist halt eine Pechzahl. Ja, Geschicklichkeit auf 20, Charisma auf 7, unser Charisma ist immer noch gering. Rhythmusgefühl ist auf 20 auf Maximum. Ja, Rhythmus und Geschicklichkeit ist für den Baden oder für uns als den Charakter, wie wir ihn spielen, am wichtigsten. Harvard the Fiend! Harvard the Fiend! Alles aufsammeln. Und dann ist es auch kein Problem. Oh, da ist noch eine Pflanze. Eine Pflanze ist da noch. Not even worse for yet. Zwei. Und eine kommt auch noch raus. So gesehen, gibt es hier noch Gegner. Aber das Spiel hat das schon gecheckt, dass wir das geschafft haben. Es wäre natürlich witzig, wenn sich das wieder schließen würde, nur weil da so eine kleine Pflanze aufgetaucht ist. Aber nö, so kompliziert ist das dann auch nicht. So, was kommt jetzt noch? Turm von Doombi, Stufe 5. Ah, ich sehe ein paar metallene Kerle aus. Ah, ja. Aus dem zweiten Turm, okay. Gerade hatten wir Gegner aus dem ersten Turm, jetzt haben wir Gegner aus dem zweiten Turm, dann gibt es wahrscheinlich dann gleich auch noch Gegner aus dem dritten Turm. Thou art found wanting. Euch mangelt es. I have taken my measure of thee. Ah, so will ich dich hören. I have taken my measure of thee. Oh, sogar wieder metallene Wildschweine. Lass meine Donnerspinne Ruhe. Donnerspinne ist ein getreuer Begleiter. Not even worse than yet. Denk immer daran, alter Mann. Kleinvieh macht Mist. Bild mit Autogramm von Luke. Nicht Talos, sondern Luke. Die Tür geht auf. Ich denke mal, dann werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal auf Gegner aus Menenens Turm treffen. Entweder auf die unsichtbaren Wikinger oder eben auf Feuerwesen. Davon gehe ich jetzt aus. Oh, der Bade hat noch einen Pfeil in der Hand. So, alter Mann, Schrulle, steigt ein. Der Ritter wird euch beschützen und die Donnerspinne wird euch am Leben halten. Wie so ein Frankenstein-Monster. Und Hühnchen wedelt mit seinem Schwanz. Ah, es ist schön, dass der Hund mitkommt bis zum Ende. Turm von Doombi, Stufe 6. Hm. Noch sehe ich keine Gegner. Ich kann auch nicht sagen, was es ist. Es sind Redcaps. Einen Sicherheitsbereich zu schaffen. To hell with the blackguard! So.
da unten alleine? Just a bit of junk. Selbst am Ende der Welt lässt sich der alte Mann nicht davon abbringen, seinen Kommentar abzulassen über nutzlosen Plunder. Just a bit of junk. Irgendwie haben das die Redcaps auf meine Donnerspinne abgesehen. Jetzt würden sie davon magisch angezogen werden. Schiebst du? Danke. Okay, doch noch keine Menenens. Das waren jetzt die Gegner eigentlich aus den Greenlands. Da wo Hündchen, der eins gestorben ist. Ja, du kannst wieder aufstehen. Du bist wieder da. Mach dir keine Sorgen. Papa Barde hat alles im Griff. Bis jetzt. Ratter, ratter, ratter. Jetzt müsste eigentlich Menenenenenen ins Tower kommen. Wenn das irgendeiner Chronologie folgt. Turm von Dunbi, Stufe 7. Es sind Untote. Okay, das könnte noch McGraths Dungeon sein. Also freut euch auf Giftattacken. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Ja, Gift. Ja, das ist schon wieder mein Satz. Ich wollte eigentlich ein Lied spielen. Da kommt auch noch wieder einer an. Die stehen alle Leute weg. Ich hab nur noch einen alten Mann. Ja, das ist das Gift, was nervt. Da 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 da, yeah. For eine King Truhe. Ah, alter Mann, das ist für dich. Es gibt noch eine Truhe. Cool. Sucker! Why are we even bothering with this? Ein Natternstein. Just a bit of junk. Just a bit of junk. Was ist hier drin? Just a bit of junk. Na, ich finde Natternsteine ganz praktisch. Es gibt tatsächlich noch mal ein paar Truhen hier. Das finde ich nicht schlecht. So, noch eine Truhe, also in jeder Ecke eine. Not even worth the effort. Okay, das waren alle Gegner, aber da ist noch eine Truhe. Denke ich mal. Wenn das Layout so ist, wie ich es mir denke. Ein Gehirn, verrottete Hosen. Ach, die Hosen. Ja, es gibt immer noch Hosen zu sammeln. Alter Mann. Ja, du musst es nur nehmen. Ist cool. Ich helfe dir. So. Ach, er war wieder verwirrt. Er drehte sich im Kreise. Ja, ja. Manchmal läuft es so. So. Immer noch kein Menenen. Wahrscheinlich müssen wir noch gegen Fischvolk kämpfen und... Eieiei. Wenn es wirklich so ist, dass es hier von jeder Episode quasi einen Gegnertypus gibt. Stufe 8. Und dann haben wir es mit... Irgendwas konnte ich da sehen, ich weiß aber nicht, was es ist. Ah, Wikinger. Untote Wikinger. Na gut, dann die nochmal. So cold! So cold. Just a bit of junk. Diesmal sind sie keine Geister. Not even worth the effort. Healing!
Heilen. Wir müssen mehr Healing machen. Just a bit of junk. Und ein Wikinger ist noch hier. Tot. Mit einem gezielten Bogenschuss. Was kommt als nächstes? Erfreut mich. Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe. Stufe 9. Und heute im Angebot. Mal schauen. Ah, die Haggis-Monster. Die geben sich nun mal die zweifelhafte Ehre. Warum seid ihr alle so verteilt? Ah, Kühe. Hühnchen, natürlich. Ja. Das Vieh ist tot. Brennendes Hühnchen. Geröstetes Hühnchen. Flächenschaden, das gefällt mir. Hey, lass meine Spinne in Ruhe. Ja. Just a bit. Ah, ist tot. Ich kann das auch abkürzen, oder? Ne, ich kann das gar nicht abkürzen. Oh, ich dachte, ich könnte es abkürzen. Nein. Ich hoffe wirklich, es gibt einen Speicherpunkt. Healing! Healing, Healing. Okay, Haggis-Monster, jetzt müssen noch Fischmenschen kommen. Eigentlich. Also wenn eine Seeschlange kommt, dann falle ich vom Glauben ab. Aber wie soll die hier sein? Das Ding hat keinen Körper, also wirklich in der Spielgrafik. Es ist bloß ein Kopf mit ein paar Tentakeln. Dem Wasser herausragten. Stufe 10. Stufe 10, gib mir was. Ah ja, Fischmenschen. Alles klar. Also sind wir schon an Menenens Turm vorbei. Nee, noch nicht. Nee, stimmt gar nicht. Der kommt dann danach noch. Wieder einer von den großen Vertretern hier. Ist er verwirrt worden? Irgendwie war er von irgendwas beeinflusst. Weiß allerdings nicht von was. Eine verwirrende Attacke? Es könnte ein Fluch von der Hexe gewesen sein, von der Schrulle. Wirklich sehr viele Lebenspunkte, die größeren Varianten der Fischmenschen. Sehr, sehr störend. Aber wieder mal droppen sie viele Gegenstände. Ah, das sind die Fischmenschen, die das sagen. Keine Ahnung, was sie da sagen. Ich glaube, selbst in der englischen oder deutschen Version, also nirgends kann man herausfinden, was die eigentlich sagen. Seien sie reden rückwärts. I have taken my measure of thee. Und da ist noch einer. Just a bit of junk. Der will flüchten. Ritter, töte ihn. Irgendwann. Danke. Und noch eine Ebene, wenn's beliebt.
Du. Boring. Das kenne ich jetzt zu Genüge. Turm von Dumbi Stufe 11. Okay, hier jetzt haben wir eine Mischung aus den Menenen-Leuten, die einmal die Steinwesen und einmal die Feuerwesen. Eine interessante Mischung. Die können sich ja wenigstens nicht gegenseitig töten, weil... Steine brennen ja nicht, außer durch meine Drachenpfeile. Das ist kein Junk. Das sind nämlich wertvolle Gegenstände. Na super. I have taken my measure of thee. Alter Mann, verprügel den Stein. Das Steinmonster. In Star Trek 5 wollte Captain Kirk am Ende gegen Steinmonster kämpfen. Was even worse for the effort. Aber dazu kam es nicht. Ich mag den fünften Teil. To hell with the blackguard! Ich stütze euch mal kurz hier. Ja. I have taken my measure of thee. Oh, der wird das umgekippt. Kontraproduktiv. Da, 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 da. Reporting for duty. Gut, reporting for duty. Hündchen hält allein die Stellung nach. Gegner sind nur aktiv, sobald sie in mein Sichtfeld kommen. So. Zack. Sind die auch weg. So, das war Menenen. Was jetzt noch kommen könnte, wären eigentlich Druiden, könnte ich mir vorstellen, dass die nochmal kommen. So, das letzte Aufgebot von Finnek. Alle an Bord. Skip it. Get on with it. Turm von Dumbi Stufe 12. Und ich sehe sie schon. Druiden, ja. Okay, Druiden sind machbar. In der Regel. Sogar Druidenhosen wieder und Truhen gibt es hier. Victory! Da gibt es kein Victory. Alter Mann, eine Truhe bitte. Au. Au, was war das? Hä? Wie ist das passiert? Victory! Das muss irgendein Zauber der Druiden gewesen sein, natürlich. Worthless! Are we even bothering with this? Mistelzweige. Natternsteine. Wieder in jeder Ecke, denke ich. Ja. Da! Just a bit of junk. Zaubernde Druiden. Ja, die beschwören irgendwas vom Himmel herab und das tötet mich dann. Oder meine tapferen Gesellen. Tod dem Baden. Nö. Heute nicht. Das muss auch mal wieder sein. Brauner Druide. Der ist schwach. Und eine weitere Ebene. Kommt jetzt Ebene 13 und ist das die finale Ebene?
Alter Mann, ja, okay. Ich mag das schon. Keine Sorge. Ist schon okay. So, haben wir dann alles. Ja, sieht ganz so aus. Also, weg hier. Skip it. Next. Next. Oh, Finnex Kammer. Wir sind da. Keine Speichermöglichkeit, also müssen wir jedes Mal das neu machen. Na gut, eigentlich wollte ich erst das böse Ende machen, dann das gute Ende. Vielleicht mache ich jetzt einfach das gute Ende. Schauen wir mal. Ist auch das Schwierigste, dann habe ich das schon mal hinter mir. Neutral ist einfach nur weglaufen. Auf jeden Fall müssen wir kämpfen. Die Frage ist nur, gegen wen wir kämpfen. Hallo. Champion. At last I can look upon your face. You're even more beautiful in person, my lady. One moment, and I shall free you from your prison. You are such a fool, Bard. And, may I know the name of the man who thinks me a fool? Don't listen to him. He's the one who's been trying to kill you. Yeah, I've noticed. My duty is to stop any man who threatens to unleash evil upon the land, and you are that man. I've been fighting this evil to set the princess free so she can send you and all of your demonic little friends back to hell where you came from. A place she's very familiar with, since that is where she's from. She's the ruler of these fiends you speak of. What? She is from the very bowels of hell itself. I know she's a little bossy, but no reason to get rude. He lies! Kill the bastard! You're not helping your case here. Are you insinuating the princess has something to do with everything that's been going wrong in the world? Your betrothed there is a direct cause of it all. Now you've gone too far. She's not my betrothed. My love, das geht zu weit. Don't you see what he's doing? This is his last desperate attempt to stop you from setting me free. The minions he set upon you have failed, so he's resorting to telling you desperate lies. Please, don't let him confuse you. He is the one behind all of the evil that assails the land. I will fight you if I must, but she is the enemy, not I. She has been playing you for the fool. I'm not stupid. There's no way this woman is the root of all evil. No. I mean, look how hot she is, for crying out loud. You have eyes, yet you do not see. You have ears, yet you do not hear. You have a brain, but it is located in your... Get to the point, please. Calais has been held captive here since the last time she attempted to cover the land in darkness, 1,000 years ago. It took the power of 4 mighty wizards to defeat her and entrap her here, ensuring that her reign of terror was ended. All this time she's been looking for a man, a chosen one, if you will, to set her free so she can rule again. I'm afraid you've been only a pawn in her game, one she will surely dispose of once set free. This is why I hate dating. My darling, he speaks half-truths. I was imprisoned here not by wizards, but by 4 demonic warlords. You've seen some of them and vanquished them yourself. Yeah. It was I who defeated their armies, although I was weakened in doing so. After the battle, they trapped me here while they rebuilt their forces. They will rule this land forever, unless you kill him and set me free. Listen, I think I need to sleep on this. You must choose now, my friend. Time is running out. Look inside your heart, love. Set me free. Set me free. The time had come. The bard was forced to choose, and he knew that he'd better choose wisely. Ja, wir können uns für Finnick entscheiden, wir können uns für Calais entscheiden, wir können sagen, nix wie raus hier, das ist das neutrale Ende. Ja, und Finnick und Calais, ja, das ist eben die Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen. Im Grunde genommen, ja. Der beste Indikator dafür, dass Calais nicht ganz das ist, was sie vorgibt zu sein, ist ja, dass nachdem wir die Türme und die Wächter dort besiegt haben, die Welt immer ein bisschen gefährlicher wurde. Ich meine, die ganzen Wölfe und Eber und Kundelkrau sind verschwunden und wurden durch Monster ersetzt. Und das kann nicht nur an dem hier Naklavi gelegen haben. Ich meine, das Naklavi hat ja im Grunde genommen... Ja... Kirkwall vernichtet. Allerdings ist es auch erst entstanden, nachdem wir den ersten Wächter besiegt haben, Hearn.
Also war das der Auslöser dafür, dass etwas Böses in die Welt gekommen ist. Also ist das Vernichten dieser Wächter eigentlich etwas Böses gewesen. Und sie jetzt zu befreien, wäre das absolut Böse. Denn sie ist tatsächlich, wie Finnick sagt, eine böse Herrscherin oder Dämonenprinzessin, was auch immer. Und das ist dann halt das böse Ende, wenn wir uns für sie entscheiden. Im Grunde genommen, sie und der Bade leben dann zusammen in einer Höllenwelt. Das ist dann das Ende, was es da dann gibt. Nix hier raus, ja, ist eigentlich genau das. Wir hauen einfach nur ab und sagen Tschüss. Und ja, dann lebt der dann gibt es, glaube ich, eine coole Dance-Nummer mit all den, mit irgendwelchen Charakteren. Und Zombies vor allen Dingen. Dann tanzt der Bade mit Zombies, weil die Welt ist dann, ja, ein Zombie-Land geworden. Aber wir können uns auch Rat holen von unseren Begleitern tatsächlich. I am shocked by the strife and suffering this beautiful soul hath endured. Indeed, it hath gone on too long, and it will take the likes of us to win her freedom. We must set her free. We must set her free. Ja. Ja, unsere Begleiter sagen dann halt Sachen. Ich glaube nur diejenigen, die wir auch beschworen haben. Und der Ritter ist für Calais, weil es ist die holde Maid, die gerettet werden muss. Mhm, okay. Was sagt denn jemand anderes? Okay, die Donnerspinne. Right. Okay, then. Die Donnerspinne sagt nichts. Ja, die Elementwesen, die meisten davon können nicht reden. Oder auch andere können nicht reden. Ich meine, ich glaube, der Behemoth kann nicht reden. Oder der Koloss kann nicht reden. Die Donnerspinne kann nicht reden. Der Elemental kann nicht reden. Also, von denen können wir keinen Ratschlag erwarten. Es gibt einen, der neutral ist. Ich glaube, es ist der Hühne, der so ein bisschen dumm ist. Aber ganz nett eigentlich. Und der ist dann halt unentschlossen. Und die anderen tendieren mehr zu Calais oder zu Finnick. Was sagt denn die Schrulle? I know a little something about how appearances can be deceiving. And there's some major deception happening here. It doesn't all add up, Bard. I think the druid there is telling the truth. Ja. Und die Schrulle ist auf Seiten von Finnick. Was sagt denn der alte Mann? I do seem to remember something about an evil queen being bandied about in my younger and more tangible days. Could be this Calais here is that same lady. I'd be careful with her if I were you. Okay. Also, alter Mann ist auch für Finnick, weil er alte Legenden gehört hat. Und ich sollte mich auf den alten Mann verlassen dürfen. Und die Schrulle, das sind meine beiden Eltern in dem Sinne. Und ja, der Ritter, ja gut, er ist halt stumpf, dass er sagt, ich muss die Lady retten. Und deshalb, es ist immerhin 2-1, steht es, so gesehen. Also, und deshalb würde ich mich für Finnick entscheiden, auf jeden Fall. Ich habe gute Leute ausgewählt, um das zu kriegen, was ich eigentlich sowieso machen wollte. Den alten Mann und die Schrulle. Naja, und die würden mir, die sind dagegen. Und es ist halt, ja, 2-1, und das sind meine beiden Zieheltern in dem Sinne. So sehe ich sie jedenfalls. Oma und Opa, wenn man so will. Ja, dann ist die Entscheidung klar. Die Sache ist nur die, im Kampf gegen Calais, männliche Beschwörungen wenden sich tatsächlich gegen uns. Die werden irgendwie von ihr verzaubert, weshalb ich den alten Mann und den Ritter wahrscheinlich austauschen muss gegen... Ich weiß gar nicht, ob die Donnerspinne davon betroffen ist. Ich weiß gar nicht, ja, sie hat ja kein Geschlecht in dem Sinne. Ja, es ist einfach nur so eine Blitzkugel. Die Zauberin könnte ich beschwören. Die Diebin, die Heldin natürlich auf jeden Fall. Also, ich habe schon ein paar. Und die Schrulle natürlich. Aber erstmal entscheiden wir zu Finnick. Yes, actually, if I look deep into my heart, I can only come to one logical conclusion. What is that, my love? Never trust a woman. Doi. Wouldn't you know it? There's always an angle, isn't there? Give me money, plow the fields, let me out of my magical prison to enslave all of humanity. And I fell for it. Again. Happens to the best of us. But you and I, we're meant to be. Oh, give it up. You've been plucking my strings from the get-go. And you've been royally plucked. No more. You know, one minute this beautiful woman appears in a puff of smoke and a flash of light. And the next she turns out to be some sort of evil hellspawn. How do I always miss the subtle signs? Well, let me tell you, this whole thing, it's over. Is there nothing I can say to change your mind?
There's not even anything you can do to change my mind. Ooh. Not even a kiss. What? You know, a kiss. Hmm. A simple kiss. It is the only way I can show you how I truly feel. Oh, well, Be careful, Bard. What the hell? I've come all this way. I mean, a kiss never killed anyone, right? Nah. Dam, da, dam, dam. Und weil er unbedingt noch einen Kuss haben wollte, typischer Baden-Moment, passiert das hier. Schöne Lichtershow. Und Kalei zeigt ihr wahres Ich. Clown bewährt. Ah, das Gesicht ist noch in Ordnung. Foolish mortal. You had the chance to rule at my side and live forever. But now you shall die like the dog that you are. Hey, nichts gegen Hunde. I tried to warn you. Is it me or is she still hot? Prepare to experience excruciating pain that will last an eternity. I've already told you. The relationship is off. Und wir werden teleportiert in ein höllisches Gefängnis. Eine Gedärmewelt. So, wo ist Kalei? Oh, sie ist dreimal da. Oh oh. Okay, ich beschwöre ein paar Leute. Ich hoffe, das hilft. Au, au, au. Das hilft gar nicht. Und ich glaube... Ah doch, ich kann den Heilzauber beschwören. Das ist bizarr, weil eigentlich ist das ja... Das ist Kalei. Also gibt es doch eine echte Kalei, oder wie? Ziemlich übel hier, muss ich sagen. Ich kann nicht schießen. Ich kann noch nicht mal angreifen. Warum geht der Angriffsbutton nicht? Wie soll ich denn da was schaffen hier? Wenn ich einfach von Feuerbällen malträtiert werde. Alter Mann. Ah ne, er greift mich an. Genau, das ist das Problem. Ach, nicht du, alter Mann. Ich kann wirklich nicht angreifen. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ja... Was soll ich tun? Ich kann jetzt Natternsteine einsetzen wie blöde. Ja gut, aber... Ist das der Sinn und Zweck des Ganzen? Hündchen lebt wieder! Oh, in dieser Welt ist er anscheinend wieder ganz da. Ah jetzt, ich kann wieder schießen! Gott sei Dank. Tut mir leid, alter Mann. Ich muss dich beseitigen. Not again. Okay, Kalei, dann mache ich das eben so und vernichte erstmal deine komischen Doppelgänger. Okay, ich bleib hier schön in der Ecke stehen. Hühnchen, bleib hier hinten. Wir kriegen das hin. Du und ich. Und, naja, und ein paar weibliche Freunde. Ja, und Kalei kann alle männlichen Beschwörten verhexen. Darunter leider auch den alten Mann, der eigentlich gegen Kalei ist, aber auch er ist nicht immun gegen den Einfluss. So, was habe ich noch für Frauen hier? Diebe natürlich. Donnerspinne. Did you miss me? Ja, ich habe dich vermisst. Ah, die Zauberin kann ich auch noch dazu holen. Wo ist sie denn? Ah, ich kann sie noch nicht beschwören. Es ist erstaunlich ruhig hier, dafür, dass wir uns in so einer wilden Höllenlandschaft befinden, wo... Sind das Herzen? Da fliegen Herzen tatsächlich durch die Gegend. So, Kalei. Was hältst du denn davon, wenn ich einfach hier... ich aus der Ferne abschieße. Yeah, das mag sie gar nicht. Oh, da taucht wieder welche auf. Okay, jetzt geht's. Sehr schön. Ja, hattest du gedacht, dass der Barde fair kämpfen würde? Natürlich nicht. Der Barde kämpft nicht fair. Fast enough. Did you blink? Did you blink? Does it hurt? Ja, weil ist sie tot? Hey, jetzt geht's gut. Also, aber das lag daran, dass... Na gut, ich gegen den Ritter unter anderem kämpfen musste. Und, den alten Mann. Die würde ich, wenn ich den Turm nochmal betrete, natürlich nicht mehr mitnehmen, sondern kurz zuvor alles auf die weiblichen Charaktere umschieben, wenn ich nochmal gegen Kalei kämpfen müsste. Im Kampf gegen Finnick braucht man das nicht zu machen, bloß im Kampf gegen Kalei. So, und
Beim neutralen Ende kämpft man ja sowieso überhaupt nicht. Das war's. Schön aus der Ferne erschlagen. Block. Tja, das war's mit dir. Du hast mich benutzt. Jetzt bist du tot. Yeah, mit Schwert und Schild. Weil das cooler aussieht als mit dem Bogen, wa? Das ist der einzige Grund. Ah, Hero. Quest complete. Quest complete. Und Herzchen fliegen von oben. Was ist das für eine komische Hölle? So kleine Comic-Herzen runterfliegen. Naja. Uah, es ist kalt. Oh, Hündchen ist wieder ein Geisterhund. Aber in der Höllenwelt war echt. I must say, that was quite impressive. You gotta show them who's boss, or they'll just walk all over you. Now that she's gone, things will return to normal. Crops will grow and the dead will remain in their graves. You came very close to destroying life as we know it. But you've redeemed yourself. Jo. Just show me the way out of this damn tower. Zeig mir nur den Weg hier raus. Ja. The promise of love and riches lost. The near destruction of the world as we know it. Death, misery and chaos. Under the weight of such trials, most men would emerge changed. Some for the better and some for the worse. But for the Bard, things ended the same way they began. Well, my friend, we're back in business. Hi, und das war das Spiel. Originalkonzept und Design: Brian Fargo und Matt Findlay. Kreativleitung: Matt Findlay. Brian Fargo, ausführende Produktion und künstlerische Leistung: der Kaufmann. Und Designleitung: Eric Flanum. Ja, und ohne Musik. Hat. Nee, doch, das ist ja Musik. Ich hätte es bloß leiser gemacht, weil das Video plötzlich so laut war. Verglichen mit dem anderen Sound. Ja, das war The Bard's Tale 2004 für PC, PlayStation und ich glaube auch Xbox. Ein wunderbares, sarkastisches Action-Adventure mit einem Baden, mit einer coolen Spielmechanik, dass man sich so seine Kameraden herbeibeschwören kann. Und ja. Ja, ich habe mich jetzt am Ende doch für das gute Ende entschieden, weil das ist dann eine runde Sache für mich. Im neutralen Ende, ich meine, der Bard ist natürlich auch einer, der sich nicht wirklich dafür interessiert. Aber selbst im guten Ende interessiert er sich nicht wirklich dafür, dass er das jetzt gemacht hat. Er ist einfach nur genervt, dass er dafür so viel Zeit aufgewendet hat, um am Ende dann hier, naja, so zu leben wie vorher auch. Dass dann sein, hey, Cary Elwes als der Barde, Tony Pay als Erzähler, ja, und weitere tolle Sprecher. Ja, Jim Cary Elwes, ja, sind gute Sprecher. Ich denke, Kalkove macht das auch gut und auch die anderen in der deutschen Version, aber ja, für mich ist das alles sehr englisch, dieses ganze Setting, und deshalb habe ich das gemacht. Und es gehen auch ein paar Wortwitze natürlich verloren. Ja, und der Barde ist halt einer, der zufällig das Richtige macht. In Exil möchte allen Familien und Freunden für ihre Unterstützung danken, ohne sie hätten wir es nicht geschafft. Ja. Ja, und In Exil hat ja auch unter anderem das Remake von Bard's Tale den Original 3 Spielen gemacht. Was ich auch sehr, sehr gut fand. Dass viele gute Komfortfunktionen sind mit dabei. Der Barde. Ja, die Klasse habe ich neu zu schätzen gelernt. Nicht erst durch dieses Spiel, aber so generell. Ja, ist ein cooler Charakter eigentlich so. Der mit Musik Dinge beeinflusst. Im Grunde genommen dient er sich der Magie, die ja in Herr der Ringe von Eru Allvater genutzt wird, um die Welt Eru überhaupt, nicht Eru, sondern Arda, ins Leben zu rufen und auch die ganzen Valar wie Morgoth und, oder Melkor und Yvenn oder wie sie hieß und im Grunde genommen alle. Alles wird ins Leben gesungen. Die ganze Welt von Herr der Ringe wurde ins Leben gesungen. Deshalb sind Lieder ja auch so ein großer Bestandteil von Herr der Ringe und Hobbit. Es gibt immer Lieder und das sind so Überbleibsel dieser alten Magie, die die Welt in die Existenz gesungen hat, wie die Welt geformt ist durch Musik. Und deshalb ist der Barde eigentlich ja fast schon eine göttliche Klasse. Er verwendet die Magie
die von dem Schöpfer der Welt quasi genutzt wurde, um überhaupt alles zu schaffen. Also eine sehr ursprüngliche, wenn nicht die ursprünglichste Magie von allen. Und das finde ich ein cooles Konzept. Ich meine, dieser Bade ist natürlich ein nicht so rühmlicher Vertreter seiner Zunft. Aber im Großen und Ganzen ist er auch nicht total antagonistisch, es sei denn, man spielt ihn so. Er ist halt ein sarkastischer Charakter. Und wenn er am Ende dann wieder da ist und mit seiner Ratte dann wieder Barmädchen erschreckt, um dann eine Belohnung von ihm zu bekommen oder einen Kuss oder ein bisschen mehr, dann ist das... es ist nicht, es ist fies, aber es ist auch nicht tödlich, wa? Es ist bloß nervig höchstens, wa? Ja. Es sind keine Dämonen, die auf die Welt losgelassen werden, was beim bösen Ende so wäre. Da würde er mit dieser Dämonenfürstin da regieren und ja. Aber er macht keine Musik mehr. Er entspricht nicht mehr dem, was er einmal war. Er ist bloß noch so ein Herrscher. Und das ist langweilig. Welche Abenteuer warten auf ihn? Ja, es gibt ja keinen zweiten Teil von diesem Spiel. Braucht es auch nicht. Weil hier wurde eigentlich alles abgefeuert, was es an Gags gibt, meines Erachtens. Was man machen kann mit diesem Sarkasmus-Setting. Sarkastischen Fantasy-Schottland-Thema. Vielleicht hätte man woanders hinreisen können. Aber hier gab es ja auch schon Wikinger, also ist das auch schon abgegolten eigentlich. Die haben sich schon von vielen Sachen bedient, um daraus etwas... auch Eigenständiges zu machen. Ich meine, es gibt keine Goblins, wirklich, es gibt keine Orks, es sind alles... Kunal Trau gibt es plötzlich, wa? Lieder gibt es. Alles, was man so braucht. Ich fand nur, dass die Musik zwischen den Liedern... Da war ja keine Musik, das waren einfach nur Geräusche, die man immer gehört hat. Ja, dafür macht man dann selber Musik. Unter anderem in einer Heavy Metal Axt. Was ich sehr genial fand. Und mit dem Ego-Schwert, das da mitsingt zu diesen Melodien. Das klingt alles super. Bin ein großer Fan von. Ach, ein gemütliches Spiel. So, Extras, ja. Und die drei Extras, die ich noch nicht freigeschaltet habe, sind halt diese drei Videos für diese drei Enden, die man dann haben kann. Aber da müsste ich so viel investieren. Da laufe ich lieber nochmal durch Doomby Tower. Ja. Hier gibt es nochmal ein paar Lieder. Ein Hoch auf den Baden. Ja, das könnte man zum Abschluss nochmal machen. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Und das neutrale Ende ist eigentlich auch so wie das gute Ende, dass er einfach nur wieder zurückgeht und ja, Party macht. Mit Zombies dann allerdings. Ohne die ganzen Lebenden, ohne Frauen. Und ich denke, das ist für ihn auch nicht so ein gutes Ende. Ja. Also alles in allem fährt der Bade, denke ich, am besten mit dem guten Ende tatsächlich. Auch wenn er es selber wahrscheinlich nicht einsieht und sich mehr erhofft hätte von der ganzen Geschichte. Aber er wurde ja verarscht. Ja? Und vielleicht hat er gelernt aus dieser Erfahrung. So hat es sich zumindest angehört. Ja. Und das Getreide wächst wieder. Das Getreide muss wachsen. Oh, es gibt sogar eine Zeitleiste. Keine Animation, aber gut. Come gather round, all you bastards, and raise up a cup to this arstard. He came and freed the fires of hell, and let them run loose over hill and dell. Here's to the bard and his scab of a brain. Here's to the dragon and all is slain. The gate is knocked in and the town is aflame. And it's ours for the taking and you get the fame. We tortured some townsfolk, it's true. And pounded but couldn't break through. With all his might, the dragon took flight and burned the town down to a ball bag of shite. Here's to the bard and his knob of a hat. Here's to the Orkney, the smoke and the dead. The gate is knocked in and the town is aflame. And it's ours for the taking and you get the fame. Here's to the bard and a pulling me plumb. Here's to the beast and the rest of you scum. The gate is knocked in and the town is aflame. And it's ours for the taking, though you get the fame. Hey! Oh, hey! Ja. Ah, sehr schön. Ja, mit das beste Lied. Geschichte des Nacklervies ist auch super. Das wollte ich zum Abschied nochmal singen. Ich dachte, es passt. Ja, Bildergalerie, da gibt es halt Bilder.
Hier ist eine Hütte. Schön. Da ist Hautem. Ach ja, der Fassmacher. Er hat mir so viel Geld gegeben. Sketche von der Bar. Der Drunken Red. Hier ist ein Farmhaus. Aber keins von diesen Brocks. Kunal Trow. Es sind Goblins mit Äxten und Messern. Ein Barmädchen. Mit Bier, 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 Bier. Was gibt's noch? Den Bar. Von Chris. Chris? Wer ist Chris? Ah, das sind diese Wildschweine. So sehen die also aus. Die haben Panzerung? Nee, das ist ein Reitsattel. Das sieht nach Drunken Red aus. Das ist einer von den singenden Trow. Summon Lightning. Mit der Donnerspinne mit nur vier Beinen. Das kann eine Spinne. Das ist dann wohl ein Stress. Okay. Mit dem Crazy Torwart. Ein paar Charakterzeichnungen. Ja. Zähne, die von unten nach oben wachsen. Und da ist das grausame Biest, welches uns mehrfach getötet hat, weil... Und den Hund und der Hündchen natürlich. Böse, böse. Ja, die Heldin. Healer Big. Ach, sollte das meine Heilerin sein? Summon Melee Large. Der Ritter. Schick. Die haben alle leuchtende Augen, weil das sind ja magische Wesen. Der Waldturm. Bäume mit Schäden eingraviert. Wird aufgepappt. Der Trapfinder, hey, moin, hey, wie geht's dir, alter Mann? Hi. Ach, er ist erfahren. Und da ist der Bodyguard, der Leibwächter. Ich schütze dich. Ah, sprechende Münder. Auch von Chris. Bitte. Mit angeflanschter Mühle. Was alles gibt. Der Mund von Sauron war das gerade. Ja. Ein paar Äxte. Ein untoter Wikinger. Stacheln vorne am Schuh. Der Bergturm. Da, die Firbolgs. Die waren alle nett. Nochmal ein Firbolg. Na, Perspektive. Vogelscheuchen, Scarecrows. Ja, aber sie feiern Crows, sie locken sie eher an. Was ist das? Ah, das muss dieser Kopf sein, bei dem wir Hündchen wieder beschworen haben. Oder das Naklavi, je nachdem, was man gemacht hat. Noch ein Firbolg. Pass. Ach, der Eispass. Mit dem Trow, der dieses Schwert haben wollte, wonach wir dann in den Katakomben gelandet sind. Aha. Rogue. Die Gaunerin. Was war das für ein Kopf da im Hintergrund? Sah aus wie E.T. Ja, das kommt schwebende Wikinger-Langschiff. Da ist auch nie was passiert. Ich weiß bis heute nicht, was das sein sollte. Ja, das ist echt noch ein Mysterium. Jetzt hätten sie da was geplant und es nie umgesetzt. Dun wie bei Nacht. Wenigstens regnet es hier nicht. Fischfolk. Fischmenschen. Sieht aus wie Deephorns aus Cthulhu-Mythos. Aus dem Cthulhu-Mythos. Cthulhu? Wer bist du denn? Das muss dieser Rammer sein, der mit den Blitzen. Mit den Blitzstäben. Die Axt. Heavy Metal-mäßig. Ah, das ist die Lichtfee. Was für ein Gesicht. Red Caps, jawohl. Sie schmieren sich die Haare mit Blut ein. Ist das Luke? Oder Finnick? Wer soll das sein? Und das ist das Ego-Schwert. Haben das drei so komische Teile da dran? Hütte in Stromness. Ja, und da haben wir unseren Bruder Gemahl gefunden, den Herrn wunderbaren Fleischer, den verrückten Fleischer Hatcher. Diese Escort-Quest. Das ist die Hütte von Crazy Torwart, ja. Die einzige Hütte mit Fisch. Eine Übersichtskarte. Das ist nicht wovon. Wieder verschiedene Konzept-Art-Zeichnungen von Monster. Denn der Herbstdealer sieht aus wie ein Moskito. Eingesetzt jetzt und das war ein Endkampf. Ich musste. Kühe
Haggis-Kühe, die Zombies, die normalen Gift-Zombies mit den nervigsten Gegnern im ganzen Spiel. Aha, das könnte Kelay sein. Das ist Kelay auf jeden Fall, also wie sie sich die meiste Zeit gibt. Ja, und das Bizarre war ja im Endkampf, ich konnte sie immer noch beschwören, um mich zu heilen. Dabei ist sie doch eigentlich dann böse und dürfte uns diese Unterstützung gar nicht mehr gewähren. Ja, das sind die Seeschlangen. Boah, da haben sie viele Konzeptzeichnungen für gemacht. Und so sieht das Vieh eigentlich aus. Ich bin froh, dass das Ding nie auf... Oh mein Gott, ich hatte ja einen Herzinfarkt gekriegt. Oh. Ja. Also war das, was wir gesehen haben, in der Flussfahrt, war bloß die Spitze, so kleines, so ein, wie beim Anglerfisch, ja, das aber Gift spucken konnte. Und darunter befand sich so ein riesiges, walartiges Kopf. So ein riesiger, walartiger Kopf, gigantisch groß. Und das ist ja auch nur der Kopf, da kommt ja noch der ganze Körper. Und mir die Dimensionen immer vorzustellen, wie groß so ein Vieh dann wirklich ist, unterhalb der Wasseroberfläche, das jagt mir immer wieder einen kalten Schauer über den Rücken. Kann ich nicht absorbieren. Geht. Der Backbär. Es war nur ein Mann. Ein einsamer Mann. Ach, die waren Pflanzen. Was sind das für komische Pfeile? Gesucht, der Bade. 10.000 Silber gibt es dafür, für den Baden. Wenn wir vielleicht mal einlösen können. Stühle und Kerzen. Dunbi Tower. Und Dunbi darunter. Bei Red Caps. Den Hintern in die Luft. Mehr von diesen Kugeltrau, die nicht so fies aussehen wie die anderen. Und ja, ein Bogenschütze, der nie im Spiel erschien. Mehr Kugeltrau oder Max. Der Hühne, auch der Steinwerfer genannt. Ja, den habe ich auch nicht wirklich eingesetzt. Und so, ich hatte gerade wirklich einen Herzinfarkt, oder beinahe, weil ich dachte, weil Bandicam ist abgeschmiert und ich dachte, die ganze Aufnahme, die ich bis jetzt gemacht habe, wäre alles verloren gewesen. Aber ich hatte Glück, denn sobald man so eine Bildergalerie aufruft, schaltet das Spiel in so einen anderen Modus und Bandicam schaltet dann auch, oder erstellt eine neue Videodatei, sodass, ja, das, was ich bisher gemacht habe, schon abgespeichert war. Das wird dann beendet und was Neues wird aufgemacht. Und das ist nämlich passiert, als ich nämlich das Blooper-Video hier plötzlich ausführen wollte. An einer Stelle ist es dann abgeschmiert. Im Grunde sind das nur, ja, Szenen, die schief gegangen sind. Und wenn ich möchte, dass es nochmal abschmiert, lasse ich das einfach. Da fällt einfach nur mal, da gibt es so Szenen, wo dann, wie ist er nochmal, dieser Typ, den wir ganz am Anfang da aus dem Wald, aus dem Gefängnis holen mussten und dann nochmal durch den Wald jagen mussten. Jetzt komme ich auf seinen Namen nicht mehr. Naja, egal. Auf jeden Fall fällt er dann plötzlich von seiner Hütte da runter und irgendein Handy klingelt während einer Aufnahme und die beiden französischen Brüder, die wir getötet haben, oder die der Rama getötet hat eigentlich, ja, in Dunbi, die sind dann quasi die Regisseure dieses Films, in Anführungsstrichen, The Bard's Tale. Ja. Die sagen dann auf Französisch, oder mit stark französischem Akzent dann natürlich so wie Gott, Gott, Gott. Ja. Naja, deshalb war ich gerade so ein bisschen in Panik, weil ich dachte, das ganze Spiel wäre abgeschmiert und ich muss das Ganze normal machen. Und da habe ich irgendwie jetzt gerade keine Lust zu. Ich bin wieder Bade, ich möchte einfach nur noch zurückgehen. Ich möchte nur noch in eine Taverne gehen, ein paar Lieder singen und beim Kaminfeuer einfach nur noch ein Bierchen zischen. Nun gut, haben wir es. Ja gut, ich denke, das reicht auch erstmal. Ja, ein wunderbares Spiel, kann ich nur empfehlen. Ja, es gibt noch andere guten, aber ich glaube, das meiste habe ich hier abgegolten. Alle Dungeons optional, die meisten Gegenstände mitgenommen, die alle Lieder gefunden. Und ja, das Spiel ist ein wunderbares Spiel. Kann ich nur jedem empfehlen, der mal Rollenspiel in etwas lustig spielen möchte oder sehen möchte. Es ist schon sehr lustig, je nachdem. Und man kann es natürlich auch auf Deutsch spielen nochmal. Ja? Und auf einem anderen Schwierigkeitsgrad. Ja, der Unterschied vom Schwierigkeitsgrad ist nur der, dass es weniger Speicherpunkte gibt bei einem höheren Schwierigkeitsgrad und dass man mit geringeren Startwerten startet. Das heißt, der Anfang ist wesentlich schwieriger, aber sobald man dann, ich sag mal, Geschicklichkeit und Rhythmus auf dem Maximum hat, was man ja durch Grinden durchaus erreichen kann, dann ist es eigentlich kein Problem mehr, weil ich glaube, die Gegner an sich, die es im Spiel gibt, die verändern sich nicht, so dass man selbst auf leicht am Ende
genauso starke Gegner hätte wie ich jetzt auf schwer. Es sind wirklich nur die Startwerte und eben die geringeren Speicherpunkte. Aber hey, es hat auch so gut geklappt. Ich habe das Spiel auf, jetzt auf Oldschool durchgespielt. You'd like to hear a new story? Nö, eigentlich nicht. Oh, very well. Where shall we begin? Die alte Schule, ja. Die haben wir gemacht. Jo. Teilweise war es wirklich schwierig, aber mit dem Bogen, das ist meine Empfehlung, den Bogen zu nehmen. Aber ich denke, auch mit dem Nahkampf geht das. Aber wie gesagt, ich halte den Baden für einen Bogentypen und es harmoniert auch, finde ich, besser mit den Liedern, die man beschwören kann, dass die dann die ganzen Schläge einstecken, während man schön aus der Ferne dann hier so Flächenschaden macht gegen Ende mit den Drachenpfeilen. Also, so sehe ich ihn auch als Charakter. Er ist halt kein mutiger Ritter, der reinstürmt, sondern ein Oller. Ich bleibe im Hintergrund und behag sie mit Pfeilen, Kerl. Nicht, weil er es kann, sondern weil das einfach sicherer ist. Ja. Ja. Beste Grüße noch an unser getreues Hündchen, an den alten Mann, an die Schrulle und natürlich auch noch Donnerspinne und den Ritter. Ja, auch wenn sie am Ende nicht mehr so hilfreich waren für mich. Aber damit muss ich leben. Ich meine, der alte Mann hat sich auch gegen mich gewandt am Ende, aber das kann ich seinem Alter zuschreiben. Also von daher, das war GBFA Kanalmeister mit Let's Play von der Bard's Tale Trilogie? Nein, das stimmt nicht. Es ist The Bard's Tale 2004. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Adios. Ja.